Das ist das versprochene letzte Video zur Videoreihe über Enzyme, in dem wir der Frage nachgehen, wo im Alltag und in der Medizin Enzyme zum Einsatz kommen. Wobei ich noch ein oder zwei zusätzliche Videos zu konkreten Klausuraufgaben über das Thema Enzymatik erstellen möchte. Denn das theoretische Hintergrundwissen ist zwar wichtig und gut, aber es muss spätestens in der Klausur in einer Transferaufgabe auch angewandt werden. Deswegen kann ich euch die Videos, die ich noch erstellen muss, sehr ans Herz legen und würde ich an dieser Stelle mal einblenden. Enzyme sind unsere unsichtbaren täglichen Begleiter. Und das schon früh morgens beim Zähneputzen, denn Enzyme sind Bestandteil von Zahnpasta. Auch in Shampoos beim anschließenden Haarewaschen sind sie versteckt. Auch das gebackene Brot am Frühstückstisch oder die Milch liegen nur auf dem Tisch, weil für diesen Herstellungsprozess dieser Produkte meist bestimmte Enzyme erforderlich sind. Vor dem Verlassen des Hauses schnell noch die mithilfe von Enzymen hergestellten Textilien angezogen und anschließend in das Auto zur Arbeit setzen, dessen Biosprit auch durch Enzyme hergestellt wurde. Die Bedeutung von Enzymen für unser alltägliches Leben scheint an dieser Stelle bereits offensichtlich, denn der Einsatz ist so unglaublich vielfältig. Die Nutzung von Organismen, Zellen oder wie in diesem Beispiel Enzyme als Biomoleküle, um Technologien zu entwickeln und Produkte herzustellen, ist Bestandteil eines in den letzten Jahrzehnten rasant wachsenden Wissenschaftszweiges geworden, der Biotechnologie. Biotechnologie ist angewandte Biologie und zu Recht wirbt das Studium der Biotechnologie als Beruf der Zukunft. Einige dieser biotechnologischen Prozesse haben sich die Menschen bereits seit Tausenden von Jahren zunutze gemacht. Zum Beispiel die alkoholische Gärung, bei der Ethanol, Alkohol, produziert wird. Um alkoholische Getränke wie Bier oder Wein herzustellen, verwendeten Menschen bestimmte Hefepilze. Denn die Hefen nutzen Zucker aus pflanzlichen Quellen, zum Beispiel Glucose aus Weintrauben oder Maltose aus Gerste, häufig ein Indikator, dass etwas ein Zucker ist, wenn es auf Ose endet, um das in Bier und Wein enthaltene Endprodukt Ethanol herzustellen. Auch dieser Prozess der Gärung. Gärung, weil der Prozess ohne Sauerstoff stattfindet, wird durch Enzyme hervorgerufen. Das Enzym Amylase spaltet beispielsweise in einem ersten Schritt Stärke, ein vielkettiges Kohlenhydrat, zu den Zuckern Glucose und Maltose. Und auch weitere Enzyme des Hefepilzes wandeln die Glucose in Ethanol und Kohlenstoffdioxid um. Amylase befindet sich übrigens auch im Mundspeichel und ist dafür verantwortlich, dass hier bereits die Verdauung unserer aufgenommenen Nahrung anfängt. Erinnert euch daran, dass ein Enzym substrat- und reaktionsspezifisch ist. Nur ein bestimmtes Substrat kann an diesem binden und es katalysiert in der Regel nur eine bestimmte Reaktion. Folglich katalysiert die Amylase im Speichel die gleiche Reaktion, wie es die Amylase in Hefepilzen macht. Sie baut Stärke als langkettiges Kohlenhydrat in den Einfachzucker Glucose um. Das ist übrigens auch der Grund für den süßlichen Geschmack im Mund, nachdem ihr Weißbrot lang genug zerkaut. Weil Amylase beim Kauvorgang die Stärke im Weißbrot zu Zucker spaltet. Der Haupteinsatz von Enzymen liegt in der Textil- und chemischen Industrie, wozu auch Wasch- und Reinigungsmittel zählen. Stellt euch vor, ihr kleckert beim Essen, sodass auf eurem Oberteil Flecken zurückbleiben. Die Moleküle auf den Flecken können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, womit man gekleckert hat. Bei den Molekülen kann es sich um Proteine, auch Eiweiße, handeln, wenn man zum Beispiel mit Milch- oder eihaltigem Essen gekleckert hat. Es kann Stärke, also das eben angesprochene langkettige Kohlenhydrat sein, zum Beispiel bei Nudeln, Reis oder Kartoffelbrei, oder aber es sind Fette, zum Beispiel wenn es sich um Ölflecke handelt. Jede der drei Gruppen von biologischen Molekülen, die sich im Essen befinden, wird entsprechend von einer ganz bestimmten Gruppe von Enzymen bekämpft. Welche Gruppe von Enzymen Stärke spaltet, könnt ihr nun schon erahnen. Richtig. Es kommen wieder die Amylasen ins Spiel, charakteristisch dafür, dass sie die in Nudeln, Reis und Kartoffelbrei enthaltene Stärke spalten. Lipasen spalten zudem Fette, während Proteasen Proteine spalten. Ein zentraler und bedeutsamer Anwendungsbereich von Enzymen stellt die Medizin dar. Sowohl im Bereich der medizinischen Therapie als auch der Diagnostik, also dem Erkennen von Krankheiten, sind Enzyme unerlässlich. So werden sie sowohl zur Synthese von Arzneistoffen verwendet, als auch direkt als Arzneimittel verabreicht. Der Einsatz hier ist so derartig komplex, dass es an dieser Stelle zu weit führen würde, detailliert darauf einzugehen. Anhand der folgenden Tabelle seht ihr einige Beispiele von Arzneimitteln, die Enzyme als Wirkstoffe enthalten und gegen welche Krankheit sie helfen. Beispielsweise sind Menschen, die laktoseintolerant sind, nicht in der Lage, den über die Milchprodukte aufgenommenen Milchzucker Laktose in seine einzelnen Bestandteile zu spalten.
weil ihnen dafür das notwendige Enzym Laktase fehlt. Damit es nicht zu charakteristischen Symptomen der Laktoseintoleranz wie zum Beispiel Blähung oder Bauchkrämpfe kommt, hilft die Einnahme von Laktasekapseln vor dem Verzehr von Milchprodukten. Denn in diesen ist das Enzym Laktase enthalten, das in der Lage ist, den Milchzucker in seine Einzelbestandteile zu spalten. Ihr seht, dass Enzyme so vielfältig genutzt werden, dass dieses Video nur exemplarisch einzelne Enzyme in den jeweiligen Bereichen aufführen kann. Wichtig neben diesen und den anderen Themen der Videoreihe sind vor allem Anwendungsaufgaben in einer Biologieklausur. Wie gesagt, Videos folgen noch dazu.